Hi Leute, der Tobi mal wieder. Heute nicht von draußen, sondern heute vom Laden. Heute ist auch nicht Sonntag, sondern viele fragen sich wahrscheinlich, was ist Nava Bamberg? Wer ist überhaupt dieser Tobi? Nava Bamberg ist mein kleines Geschäft. Also Nava steht für Natur und Wald. Und deswegen ist bei mir oben auch eigentlich immer angezeigt, enthält bezahlte Werbung. Falls ihr euch das gefragt habt. Das heißt nicht, dass ich die Sachen umsonst zugeschickt bekomme, sondern das sind alles Sachen, die ich auch eigentlich hier im Laden verkaufe und habe. Ich bestelle die, nehme etwas für mich heraus oder ich bestelle mir was, bevor ich es in den Laden aufnehme, teste es, schaue es mir an. Oder ich habe die Sachen vielleicht schon zig Jahre in Benutzung und deswegen steht oben eigentlich dann immer enthält bezahlte Werbung. Nicht, weil ich von den Firmen bezahlt werde, sondern weil ich eben die Sachen hier auch im Laden vertreibe. Das blende ich auch ein in Sachen, also in Videos, wo ich euch was zeige, wie man verschiedene Sachen macht, also mit Zunder und so weiter. Da blende ich es ein, weil ich habe da natürlich vielleicht irgendwas von Pinewood an, von Ridgeline. Und ja, bevor es da Ärger gibt, blende ich es lieber ein und es ist in Ordnung. So, wer bin ich überhaupt und wie kam es eigentlich dazu? Die Leute, die hier bei mir, die mich vom Laden her kennen, die wissen das so ziemlich, aber es gibt vielleicht auch Leute, die zuschauen und die mich persönlich nicht kennen. Ich bin der Tobi, bin 38 Jahre alt oder jung, kommt drauf an, wie man es sieht. Ich fühle mich jung. Ich bin in einer Jägerfamilie aufgewachsen. Meine Urlaube, ich habe noch nie in meinem Leben im Hotel geschlafen. Meine Urlaube oder Familienurlaube waren früher immer eigentlich Richtung Skandinavien, in hohen Norden mit den Eltern unterwegs. Und dort haben wir dann meistens Kanuurlaub gemacht oder sind mit dem VW-Bus quer durchgefahren. Haben mal in der Blockhütte, hatten wir uns mal gemietet, haben da dann haben wir uns auf die Fährtensuche begeben. Meine Eltern sind auch immer ziemlich experimentierfreudig, da sie Jäger sind. Wenn wir dann mal was geschossen haben, dann wurde gegerbt, wurde das eben probiert, Hirngerbung. Es wurde versucht, mit verschiedenen pflanzlichen Materialien Wolle zum Beispiel zu färben. Also es wurde immer wieder was probiert. Dann wurden natürlich auch geangelt, wurde natürlich, der Fisch wurde geräuchert oder sonst wie konserviert. Und so bin ich eigentlich aufgewachsen, bin auch von klein auf immer mit meinen Eltern mit auf Jagd gegangen, Hundeführer. Und zum Teil waren Urlaube auch dann mal auf der Mecklenburgischen Seenplatte mit einer kleinen Segeljolle. Das ist so ein kleines Segelschiff ohne Kajüte. Da sind wir dann von See zu See gesegelt. Quer durch die Mecklenburgische Seenplatte, haben jeden Abend irgendwo anders unser Zelt aufgeschlagen, dort Lagerfeuer gemacht und so weiter. Ja, und das hat mich eigentlich so ziemlich natürlich geprägt. Deswegen bin ich so, wie ich bin. Ich laufe auch, so wie man mich in den Videos sieht, es ist keine Verkleidung, ich laufe immer so rum, wie ich bin. Selbst an Heiligabend oder Weihnachten, an Geburtstagen. Ich bin einfach so. Dann habe ich eine Gärtnerlehre gemacht und dann habe ich ein bisschen Probleme mit den Schultern gehabt. Und dann habe ich noch eine Lehre als Kaufmann im Einzelhandel dran gehängt und war da auch bei verschiedenen Firmen angestellt, zuletzt im Gewürzladen. Was ein sehr schöner Beruf und Job war, weil natürlich auch Gewürze und sowas spielt natürlich auch in die Pflanzenwelt mit hinein. Was tut uns gut? Dort haben wir auch natürlich Metzgereibedarf verkauft für Hobbymetzger, aber auch für richtige Metzgereien haben bei uns eingekauft, Därme und so weiter. Dadurch kam ich dann auch dazu, dass man dann die erlegte Wildsau oder sonst was auch mal selbst zu Bratwürsten verarbeitet hat oder selbst mal Schinken gemacht hat. Ja, und so kommt immer eins zum anderen. Und dann 2019, also bevor dieser ganze Hype um Seven vs. Wild war, also vor Seven vs. Wild, habe ich mir gedacht, jetzt oder nie. Und ich mache mein Hobby zum Beruf und entweder
ich mache mich jetzt selbstständig mit einem kleinen Laden oder nicht. Naja, dann kamen die Lockdowns und so weiter. Mich gibt es noch immer. Ich stehe halt hier 6 Tage die Woche, deswegen drehe ich meistens sonntags für euch ein Video. Letzten Sonntag ging leider nicht, weil da hatten wir ein bisschen was zu tun, haben wir Schlepppferde gemacht für die Jagdhunde. Schlepppferde heißt, man hat einen Anschusspunkt, ja, wo praktisch ein Tier verletzt worden ist. Den markiert man ein bisschen, dann hat man einen Karnickel oder sonst was an der Leine, zieht es ein bisschen so 350 Meter durch den Wald oder sonst wie, legt es dann dort ab, das Tier, versteckt sich ein bisschen hinterm Baum, dann kommt der Hundeführer an den Anschusspunkt, lässt den Hund los, der Hund soll der Fährte nachgehen und soll dann das Tier aufspüren und dann am besten, ja, natürlich zum Hundeführer zurückbringen und im allerbesten Fall es auch hergeben. Naja, da waren wir am Sonntag eben ein bisschen beschäftigt und da bin ich halt eben zeitlich nicht dazu gekommen, für euch ein Video zu machen. Ja, warum sollte man vielleicht mal hier bei mir im Laden vorbeischauen? Einerseits, weil man vielleicht mal mit mir sich unterhalten möchte. Andererseits, weil der Laden entstanden ist, weil mich gestört hat, dass es viele Sachen nur online gibt. Also es fängt ja schon an bei diesen ganzen Tabs und Hängematten und diese Geschichten. Da gibt es ja eigentlich selten irgendwo mal einen Laden, wo man sich das auch mal anschauen kann, weil es eher alles so Nischenprodukte sind. Diese Standard-Outdoor-Geschäfte, die gibt es ja schon. Heute kam auch eine neue Lieferung, wie man hier jetzt vielleicht sieht, aus Schweden von Wilma Naturprodukte. Das sind diese Salben, die auf Harzbasis alle sind. Muss ich bloß noch auszeichnen und verräumen. Bei mir findet man auch helle Messer, Mora-Kniefmesser, Messer von Condor aus El Salvador, Cold Steel Messer, Kaström aus Schweden. Also sehr skandinavisch ist mein ganzer Laden geprägt. Spyderkos haben wir auch, also auch was, was man nicht überall im kleinen Laden vielleicht sieht. Dann haben wir Rucksäcke von Savotta, wir haben Hängematten von Ticket to the Moon, Trangia haben wir im Sortiment, Bushbox, wir haben die Feuerhand, wir haben Stanley, wir haben Petromax, Kleidung von Pinewood und Ridgeline. Ridgeline findet man auch nicht überall. Wasserfilter von Katadyn, weil von dem bin ich überzeugt. Es gibt andere, von denen bin ich nicht ganz so überzeugt. Katadyn weiß ich, was ich bekomme. Ja, wir haben Didi Hammocks, auch Hängematten von Didi Hammocks, von Amazonas und von Ticket to the Moon, welche ich persönlich am meisten liebe. Ticket to the Moon Hängematten. Ich denke, es lohnt sich einfach mal, wenn man in Bamberg vielleicht ist, vorbeizukommen, sich mal umzuschauen. Ja, falls ihr irgendwelche Fragen zu mir und meiner Person habt, könnt ihr sie ruhig stellen. Ich bin halt eben so aufgewachsen, noch nie im Hotel geschlafen und eigentlich schon immer draußen und naturverbunden und auch meine Kindheit, ich bin mehr draußen rumgebollert als wie sonst irgendwas. Ja, ne? Genau, ich weiß nicht, was es sonst noch zu erzählen gibt. Bücher gibt es bei mir natürlich auch, verschiedene Bücher. Also wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal vorbei. Silky-Sägen natürlich, Silky kriegt man auch nicht in jedem Laden. Vielleicht will man mal sehen, ist eher die Gomboy 240 was für mich? Brauche ich die Big Boy 360 oder tut es auch eine kleine Pocket Boy? Man kann sich das halt mal hier einfach vor Ort anschauen und dann entscheiden. Und natürlich, wenn man möchte, auch von mir beraten werden, auch ob Gaskocher von Optimus, von Primus, von Soto natürlich aus Japan. Also ein bisschen spezieller alles. Naja, jetzt werde ich mal die Kamera noch so ein bisschen rumschwenken, dass man vielleicht so einen kurzen Überblick hat. Vielleicht, weil es ja immer so ein bisschen so einen Beigeschmack hat, wenn man oben liest, enthält bezahlte Werbung, denkt man vielleicht an manche Messerfirmen mit einem W oder so zum Beispiel, die ziemlich viele YouTuber einfach mit Messern zuschütten, damit man vielleicht eine
gute Bewertung oder ein gutes Review abgibt. Ja, wurde ich auch angeschrieben. Ich habe es abgelehnt, weil ich habe eigentlich nur oder ich mache nur Videos über Sachen, wo ich auch voll und ganz dahinter stehen kann. Naja, jetzt mache ich mal da auf Stopp hier an der Kamera und drehe die einfach mal und dann sieht man vielleicht mal was. Sonntag sehen wir uns wieder, da wird es hoffentlich definitiv zeitmäßig ein Video wieder geben, ganz normal. Und damit wünsche ich euch dann schon mal eine schöne Restwoche und einen schönen Start ins Wochenende. Ciao, euer Tobi.